Um Punkt 9 Uhr sagen wir hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Morgen auch von mir. Maira wieder hier bei uns im Studio mit gutem Wetter. Und wir wollen bitte nur über das gute Wetter reden. Okay, du magst Hitze? Nein. Obwohl, also ich meine, gut, am Wochenende mochte ich sie. So wollte ich gerade sagen, wenn man frei hat, dann doch schon. Aber ernsthaft, ja. Wir haben jetzt Ende August und ich war das zweite Mal am Badesee. Und let's face it, das erste Mal war echt schon, also das war noch nicht sommerlich. Ja, und jetzt dreht der Hochsommer noch so ein bisschen auf. Insbesondere im Süden. Mal gucken, danach sieht es ganz so aus, als würde er dann ziemlich schwächeln. Aber wir halten uns jetzt erstmal an dem schönen Fest, also über Mitteleuropa. Hat sich eine wirklich ruhige Hochdrucklage eingestellt. Sommerlich warm geht es auch in den kommenden Tagen weiter. Allerdings steigt dann auch die Gewitterneigung, insbesondere im Süden, deutlich an. Am Mittwoch liegt der Schwerpunkt der Gewitter dann im Südosten, am Donnerstag im Südwesten. Ab Freitag wird es dann generell nasser und dann drohen sogar auch wieder Überflutungen im Süden und Osten. Und dazu kühlt es sich von Westen her dann spürbar ab. Danach dann insbesondere ab dem Wochenende, ja, deutlich, muss man sagen. Also dann schaffen wir es zum Teil so auf die 20 Grad herum. Das ist wirklich von allem was mit dabei, hat man ja auch selten, dass alle Wettersymbole irgendwo auftauchen. Leider die mit Regen am meisten. Hör mir auf, ich habe in der Woche nicht die mit Schnee. Ich habe in der Woche danach die 14 Grad gesehen in Berlin. Ja, darüber wollen wir jetzt noch gar nicht reden, oder? Ich kann gerne in Berlin bleiben. Ich freue mich auch. Ich fahre dann wieder weg. Ja, als wäre es in Köln dann so viel besser. Immer. Ja. Danke, Maira. Sagt der Kölner. Der Braunschweiger, da ist immer schön, egal welches Wetter. Ah ja. Genug des Lokalpatriotismus. Kurze Unterbrechung. Und dann, welches Thema? Zahlreiche Themen. Wir schauen vor allem in die Ukraine bzw. auch nach Kopenhagen, also nach Dänemark. Denn Präsident Zelensky, der ist da aktuell. Es geht um F-16 Kampfflugzeuge. Die soll er auch bekommen. Bis zur Lieferung dürfte es aber noch etwas dauern. Alle Details dazu gleich hier bei uns. Und wir schauen nach Frankfurt zur Börse. Ja, und einen Absturz, den gab es nicht nur bei der Mondmission, bei der Sonde, sondern letzte Woche auch beim DAX. Judith Lindebaum jetzt zugeschaltet. Wie startet ihr in diese Woche? Ganz genau, wir hatten drei Verlustwochen in Folge. Der DAX ist also charttechnisch angeschlagen, aber es gibt positive Signale, die auf einen Stabilisierungsversuch hindeuten. Ja, die Immobilienbranche aktuell immer noch in der Krise, tun sich ja schon das ganze Jahr über schwer, aber wir hoffen und warten auf den Stabilisierungsversuch. Hoffnung ist immer gut. Dankeschön, Judith. Immer. Ob sich das Wetter stabilisiert, das verrät uns jetzt Maira nicht so wirklich. Ne? Es gibt auch hier einen Absturz, im Übrigen auch in Köln. Ich habe mal geguckt. Es stürzt einfach alles ab. Traurig, traurig. Ach, zum Wochenende hin. Nicht. Aber ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Vor allem in unserem Süden wird es heute zunächst sehr heiß. Bis Donnerstag bleibt es sommerlich warm. Allerdings steigt somit dann auch die Gewitterneigung, vor allem im Süden, dann deutlich an. Am Mittwoch liegt der Schwerpunkt im Südosten, am Donnerstag dann im Südwesten. Am Freitag wird es generell nasser mit Überflutungsgefahr im Süden und Osten. Dazu kühlt es sich von Westen her dann spürbar ab. Morgen werden wir es dann sehen, insbesondere dann zum Wochenende hin. Ein regelrechter Temperaturknick oder Sturz. Dankeschön, Maira. Bitte. Danke sehr. Und Maira wieder hier bei uns. Ich finde ehrlich gesagt, dass das schon nach Herbst aussieht. Mit dem Nebel hier. Ja, so, das stimmt. Ne? Ja, du stimmst so schon ein. Genau. So eine kleine Einstimmung. Langsam. Ne? Dann ist vielleicht nicht ganz so intensiv, dann, ja. Wenn auf einmal der Umschwung kommt, der ja am Wochenende bevorsteht. Aber zunächst ist unser Wetter zweigeteilt. Ja, und morgen sind dann allerdings schon erste kräftige Gewitter am Alpenrand und einzelne Schauer im Norden unterwegs. Dazwischen bleibt es zunächst noch sehr sonnig und heiß. Am Donnerstag steigt dann die Schauer- und Gewitterneigung von Südwesten her weiter an. Und dann sind auch erste Unwetter mit dabei, die ab Freitag sich weiter ostwärts ausbreiten. Im Süden bleibt es weiterhin schwül heiß. Zunächst muss man sagen, denn von Norden her kommt dann kühlere Luft auf uns zu. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Ich auch nicht. Das ist wirklich deprimierend. Ja. Wir genießen jetzt erstmal noch den heutigen Tag zumindest und morgen im Osten ja auch noch ganz schön. Na gut, okay. Danke, Maira. Gern.
Wir brauchen jetzt alle eine gute Nachricht des Tages. Ja, wir bauen wieder gute Laune auf. Deshalb gibt es an dieser Stelle jetzt die gute Nachricht des heutigen Dienstages. Ein großer Schritt für die Seefahrt. Es geht um das wichtige Ziel, Treibstoff einzusparen. Der erste windbetriebene Frachter seit langer Zeit sticht in See. Also man belebt da eine alte Technik neu. Die 80.000 Tonnen schwere Pyxis Ocean hat ihre Jungfernfahrt von Singapur nach Paranaguay in Brasilien begonnen. Neben seinem Motor besitzt der Frachter zwei riesige Segel, die den Treibstoffverbrauch um ein Drittel senken sollen. Dieses innovative Konzept verspricht eine neue Ära für eine umweltfreundlichere Schifffahrt. Willkommen zurück. Ich wollte niemals das Wort abschneiden. Wir hatten uns nicht abgesprochen, nein. Wir waren uns nicht ganz sicher. Bitte, wir sagen beide von herzlich hier. Willkommen. Ganz genau so ist es und wir schauen beide in die USA. Genau so ist es. Wir schauen nach Frankfurt. Wir beschäftigen uns mit dem Börsengeschehen. Dazu Judith Lindebaum jetzt zugeschaltet. Wie kam der DAX hinein in diesen Handelstag, in diesen Dienstag? Ganz gut, es geht nach oben. Und wir sehen die Verlierer sogar alle im Plus. Guter Tag bis jetzt. Na, das ist doch mal ein Satz zum Ende. Vielen Dank, Judith. Gerne. Und vor zwei Tagen war es ein besonders guter Tag für Harry Kane, Bayerns neuer Stürmerstar, ist nämlich zum vierten Mal bereits Vater geworden. Willkommen in der Welt, Henry Edward Kane, ich liebe dich, mein Junge, schrieb der 30 Jahre alte Kapitän der englischen Fußballnationalmannschaft bei Instagram. Der für mehr als 100 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspurs zum FC Bayern München gewechselte Kane ist seit 2019 mit seiner Jugendliebe Katie Goodland verheiratet. Das Paar hat bereits die drei Kinder, Ivy, Vivian und Louis noch dazu. Und jetzt wird es noch süßer. Ich freue mich so auf diese Meldung. Wir zeigen Ihnen jetzt den wohl süßesten, hochdekorierten Soldaten Europas. Ein Königspinguin ist in Schottland zum General befördert worden für das norwegische Militär. Mehr als 160 uniformierte Soldaten stehen dann im Zoo von Edinburgh Stram als Sir Niels Olaf III. Das Abzeichen eines Generalmajors an den Flügel geheftet bekommt. Wunderschön, super süß und vor allem auch ernst gemeint. Die Beförderung bekam der stolze Vogel für sein Zitat gutes Benehmen und seine Vorbildfunktion für die übrigen Pinguine im Zoo von Edinburgh. Die skurrile Tradition geht zurück bis ins Jahr 1972. Damals wurde ein Königspinguin im Zoo der schottischen Hauptstadt von der Truppe adoptiert und nach dem damaligen norwegischen König Olaf sowie Major Niels Egelin, der die Aktion organisierte, benannt. Nee, was ist das schön? Sir Niels Olaf, es ist wirklich ganz zauberhaft. Ich will die Bilder eigentlich den ganzen Morgen sehen, oder? Ja, aber angeheftet hoffentlich nicht mit einer Nadel. Ich habe mich auch schon gefragt, ja. Wie haben die das festgemacht? Auch, wie der reagiert hat, hoffentlich kann er nicht getan haben. Bestimmt aber so eine Klemme einfach nur. Wie so ja, die haben doch alle da auch so Bändchen am Flügel gehabt. Ja. Sir Niels Olaf, ganz sehr zauber. Niedlich. Ja, Badewetter fällt mir dazu ein. Haben wir heute definitiv im Süden. Heute und noch die kommenden Tage auch schön. Und wir hier? Auch okay. Noch. Mhm. Noch. Noch. Man sollte ja die sommerlichen Tage, vor allem auch die Temperaturen genießen. Wir haben jetzt schon ein deutliches Temperaturgefälle innerhalb Europas, also nicht nur bei uns. In den kommenden Tagen müssen wir uns dann auf einige Niederschläge einstellen. Erste kräftige Gewitter am Alpenrand und einzelne Schauer im Norden, die morgen zunächst unterwegs sind. Dazwischen bleibt es erstmal noch sonnig und heiß. Am Donnerstag nimmt aber die Gewitterneigung, das Gewitterrisiko kann man auch sagen, von Südwesten her zu. Es entstehen nämlich erste Unwetter. Und am Freitag breiten sich diese dann weiter ostwärts aus. Dazu bleibt es zunächst im Süden schwül, warm bis heiß. Ja, von Norden her kühlt es sich dagegen aber dann schon ab. Ich will lieber wieder über den Pinguin reden, als über dieses Wetter. Dankeschön, Mayra. Gerne. Danke sehr. Da sind wir zurück. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei uns. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo auch von mir. Nun haben wir noch eine gute Nachricht für Sie, die kommt heute aus den USA. Ganz nach dem Motto, Robinson Crusoe lässt grüßen, denn dort hat die Küstenwache nun diesen in den Sand geschriebenen SOS-Schriftzug auf einem Foto veröffentlicht. Der hatte bei der Rettung eines Schiffbrüchigen von einer Bahamas-Insel nämlich geholfen.
Dort war der 64-Jährige wenige Tage zuvor mit seinem Segelboot gekentert. Er hat sich aber auf das Eiland retten können. Und um dann auf sein Schicksal aufmerksam zu machen, schrieb er ganz einfach diesen riesigen Hilferuf in den Sandstrand. Der niederländische Robinson blieb bei dem Zwischenfall unverletzt. Glück im Unglück. Wir kommen zu den Wetteraussichten. Im Ballon könnte man sich ja auch retten lassen, Maira. Aber ja, das stimmt. Tolle Überleitung. Ja, aber was meinst du damit, dass das Wetter dazu nicht ganz so passt? Müssen wir uns schon retten lassen? Du sagst ja, mit dem Sommer geht es so langsam zu Ende. Ne? Ja, das stimmt. Also wir müssen uns heute zumindest vor starker Sonneneinstrahlung schützen, hoher UV-Belastung und Ozonbelastung. Ansonsten in der Nordhälfte, wir haben eitel Sonnenschein, dazu doch recht angenehme Temperaturen, noch ganz schön. Allerdings nicht von langer Dauer, wie du es ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen hast. Also das Hitzehoch über Südeuropa bleibt heute noch stabil und hält vor allem auch die Tiefausläufer vom Atlantik von uns fern. Morgen kommt dann auch noch Sahara-Staub im Süden dazu, dann wird es ziemlich diesig und wie gesagt zum Teil unerträglich schwül mit bis zu 36 Grad in der Spitze. Dann bilden sich auch schon erste gewitterige Schauer. Am Freitag und Samstag ziehen diese dann über uns hinweg. Dann können vor allem die Gewitter auch mal heftiger ausfallen, örtlich mit Platzregen und Hagel. Ja, und dahinter kühlt es sich dann ab, insbesondere von Norden her strömt dann kühle Meeresluft ein. Es gibt einen Temperaturknick, zum Teil 10 Grad weniger. Ja, Wahnsinn, da muss man die Strickjacken direkt wieder rausholen. Ja, die Zeit kommt, sie ist schon fast da. Genau, na gut, danke. Wenn man jetzt im Süden bis zu 36 Grad hat, freut man sich vielleicht auf eine kleine Abkühlung. Muss man genießen, solange es noch so ist. Danke. Genau, sollte man immer. Welt mit dem Newsroom, willkommen zurück. Entschuldigen Sie, ich muss schon Schluck auf. Ja, ich übernehme das erstmal. Danke. Du musst an andere Themen denken, dann ist er weg. Ja, geht gleich. Unser Thema, das sind jetzt die Waldbrände. Gute Nachricht für alle Gamer. Die weltgrößte Computerspielmesse Gamescom hat gestern Abend in Köln begonnen. 1227 Aussteller aus 63 Staaten, die laden ein, das Neueste aus der digitalen Spielewelt zu erleben. Die sogenannte Opening Night Live ist unter Gamern ein großes Event. Im vergangenen Jahr hatte die Live-Show im Internetveranstaltern Angaben zufolge 13 Millionen Aufrufe. Heute früh öffnen sich dann die Türen fürs Fachpublikum, Journalisten und auch einige Fans. Und von morgen bis Sonntag an kann dann das breite Publikum teilnehmen. Damit schauen wir nach Frankfurt zur Börse. Judith Lindebaum von dort zugeschaltet. Welchen Weg geht denn der DAX heute an diesem Mittwoch? Der DAX, der geht einen Weg und zwar nach oben. Judith, vielen Dank nach Frankfurt für diesen Einblick in das aktuelle Börsengeschehen. Gerne. Und einen Einblick in die Wetteraussichten. Da gebe ich natürlich gerne. Natürlich, Maira. Es ist heiß. Aber es ist heiß, es ist schwül, vor allem im Süden. Also wir in der Nordhälfte haben doch recht angenehmes Sommerwetter, allerdings nicht mehr lange. Aber davor wird es morgen im Westen noch schwüler. Die Ozonbelastung ist zum Teil auch derzeit sehr hoch. Und ja, heute und in den kommenden Tagen haben wir es zusätzlich halt eben noch mit einer zunehmenden Schwüle zu tun. Ja, und morgen kommt dann im Süden nochmals Sahara-Staub dazu, dann wird der Himmel ziemlich diesig und ja, es wird noch schwüler in der Spitze mit bis zu 36 Grad. Das wird dann schon wirklich echt heftig. Später entwickeln sich dann auch einige zum Teil kräftige Schauer und am Freitag und Samstag ziehen dann zum Teil auch schwere Schauer und Gewitter über uns hinweg mit Platzregen oder auch Hagel örtlich. Ja, und dahinter kühlt es sich dann auch ordentlich ab. Vor allem dann also von Norden her so 10 Grad kühler im Schnitt und dazu bleibt es weiterhin wechselhaft. Also immerhin etwas Erleichterungen aus sich bei allen, die jetzt unter Hitze und Schwüle auch stöhnen und leiden und schwitzen. Das ist eine gute Nachricht. Vielen Dank, Maira. Gerne. Danke. Diese Nachrichtenstunde neigt sich dem Ende zu. Gleich gibt es aber eine neue hinten dran. Und da geht es vor allem um das Selbstbestimmungsgesetz, das jetzt kommen soll. Und das soll einiges verändern, für viele verbessern. Ja, es soll künftig viel einfacher sein. Man muss einfach nur zum Standesamt gehen, kann sagen, okay, dieses Geschlecht habe ich jetzt und den Vornamen hätte ich gern dazu. Bislang war es ja so, dass das ziemlich aufwendig war mit psychologischen Gutachten und entsprechend sogar vor Gericht musste man erscheinen. Aber diese Pläne der Ampel, die werden auch heftig kritisiert und darüber sprechen wir gleich.
Da sind wir schon wieder. Ja, ganz Indien schaut heute zum Mond. Nach dem gescheiterten Versuch einer indischen Mondlandung vor 4 Jahren soll es nun endlich klappen. Die Raumsonde soll kurz gegen 14.30 Uhr deutscher Zeit auf dem Erdtrabanten landen und das bevölkerungsreichste Land der Welt in den Club der Mondnationen bringen. Bislang gelang nur den USA, Russland und China das Manöver. Die Mission läuft nach Plan, das schrieb die indische Weltraumbehörde ISRO auf der Plattform X. Mit der Mission will Indien die kaum untersuchte Südseite des Mondes rund 2 Wochen lang erforschen. Russland war erst am Sonntag bei einer Mondmission gescheitert. Die Raumsonde Luna 25 schlug auf der Mondoberfläche auf und wurde zerstört. Damit hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Einen schönen guten Nachmittag auch von mir. Fehlt noch der Blick an die Frankfurter Börse. Zugeschaltet ist mir Judith Lindebaum, also der Chef des Wirtschaftsinstitutes. Der sieht schwarz für die deutsche Wirtschaft, aber der DAX heute steckt sich gar nicht so schlecht. Das stimmt ganz genau, Fanny. Ja, wir sind laut aktuellen Konjunkturdaten auf dem Weg in eine Rezession in Deutschland. Das lässt sich nicht länger leugnen. Aber der DAX, der stemmt sich wacker dagegen. Wir sind im Plusbereich. Judith, danke schön nach Frankfurt. Bleibt noch der Blick aufs Wetter. Das sollte man jetzt noch machen, ja, die letzten unbedingt. Heißen Tage ausnutzen, denn der Sommer, der neigt sich dem Ende zu. Ja, absolut, leider. Ein bisschen Wehmut schwingt da schon mit. Ne? Ja, aber so schnell irgendwie. Ja, vor allem auch die Auf- und Abs. Und ich meine, heute im Süden 36 Grad, drückend schwül, da braucht man auch dringend eine Abkühlung. Ja, die heißen Tage mit 30 Grad sind gezählt. Am Wochenende maximal 23, 24 Grad. Der Samstag gestaltet sich im Westen dann noch am freundlichsten. Ansonsten verbreitet, abermals unbeständig und auch ähnlich geht es dann in der neuen Woche weiter. Vor allem auch deutlich kühler. Na gut. Dankeschön, Maira. Gerne. Und soweit das Wichtigste für den Moment. Hier geht's weiter mit der Sarkophag, die neue Schutzhülle für Tschernobyl. Nachrichten immer auch unter www.welt.de. Schönen Samstagabend, bleiben Sie bei uns.